Wir weisen nach, dass das Längenquadrat von einem Vierervektor unter spezieller Lorentz-Transformation invariant ist. Das heißt, ich muss zeigen, x' zum Quadrat ist ja zunächst nach Definition der Tensor x hoch μ' multipliziert mit dem Tensor x unten μ'. Und das ist ausformuliert c mal t' zum Quadrat minus x1' zum Quadrat minus x2' zum Quadrat minus x3' zum Quadrat. So, es ist üblich, bei dieser Tensorformulierung diese Koordinaten mit hochgestellten Indizes zu formulieren. Meiner Meinung nach sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig. Wenn es möglich ist, vermeide ich immer diese Schreibweise. Wir sagen OBDA, wir wollen ja eine spezielle Lorentz-Transformation untersuchen. OBDA soll gelten, wir wählen die Z-Richtung. Das heißt, dieses IS-System bewegt sich in der Z-Richtung relativ zum Ruhesystem IS. So, das heißt an der Stelle, dass ich formulieren muss, für das hier, eckige Klammer, Lorentz-Faktor mal CT minus Relativrichtung ist z, also x hoch 3, multipliziert mit der Relativgeschwindigkeit von is' bezüglich is, dividiert durch c und das Ganze zum Quadrat. Naja, und die anderen Koordinaten, die kann ich übernehmen zunächst. Und wir wählen die Relativrichtung in x3, also kann ich das Strich jeweils vergessen. Ja, keine relativistischen Effekte senkrecht zur gewählten Relativrichtung. So, aber hier hinten muss ich einsetzen, nämlich Lorentz-Faktor multipliziert mit x hoch 3 minus v mal t und das Ganze zum Quadrat. So, als nächstes multipliziere ich hier aus, wende aber zuvor diese Potenz an auf das entsprechende Produkt hier drin, dann habe ich Lorentz-Faktor quadriert. CT minus x3 V durch C zum Quadrat minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat beziehungsweise hochgestellte. Ja. Also 1, 2, 1, 2 minus, was passiert hier hinten? Naja, hier ist ja auch ein Produkt, also Lorentz-Faktor quadriert mal x3 minus VT hoch 2. So schreiben wir das. Und jetzt multiplizieren wir hier jeweils aus. Dann habe ich Lorentz-Faktor, eckige Klammer, c Quadrat t Quadrat minus 2 ct mal x3 v dividiert durch c. Dieses c kürzt sich raus. Addiert mit x3 v dividiert durch c und das komplett zum Quadrat genommen. Ja, das wäre der letzte, der hier verrechnet wird, minus x hoch 3 mal v durch c mal minus x hoch 3 mal v durch c, ist eben das hier. So, ja, eckige Klammer hier an der Stelle. Ich schreibe hier unten weiter, minus x hoch 1 Quadrat minus x hoch 2 Quadrat minus, was passiert hier hinten? Naja, ich habe zunächst den Lorentz-Faktor, den kann ich rausschieben. Lorentz-Faktor Quadrat, eckige Klammer, x hoch 3 zum Quadrat, ja, minus 2 mal x hoch 3 mal v mal t addiert mit v Quadrat mal t Quadrat, eckige Klammer zu. Jetzt kann ich diese Klammer ja auflösen und erkenne dann aufgrund des kippenden Vorzeichens hier, dass ich die beiden hier wegheben, ja. Also, dann habe ich zunächst den Lorentz-Faktor, den quadrierten, kann ich ja ausklammern komplett. Also habe ich hier c Quadrat mal t Quadrat minus 2tv mal x hoch 3 addiert mit x hoch 3 v dividiert durch c zum Quadrat minus, jetzt die eckige Klammer hier auflösen. Dann habe ich hier minus x hoch 3 addiert mit 2 mal x hoch 3 mal v mal t. Und hier hinten gibt es Vorzeichen, da habe ich dann minus v Quadrat mal t Quadrat. Ja. Und die Koordinaten hier, die schreibe ich ab. So, ist gleich. Die heben sich weg.
Dann habe ich Lorentzfaktor quadriert. Was kann ich hier tun? Hier erkenne ich zunächst mal x hoch 3 Quadrat. Ja? Dann habe ich ja hier nochmal x hoch 3 Quadrat. Also hier habe ich das Quadrat verschlafen. Also man sieht diese hochgestellten Indizes, ja, die nerven. Unglaublich. Also hoch 2, ja. Also habe ich hier zweimal x hoch 3 Quadrat. Einmal hier und einmal hier. Also kann ich entsprechend ausklammern hier hinten. Nämlich das ist minus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat und x hoch 3, mache ich es mal so, Klammer, hoch 2 wird ausgeklammert an der Stelle. Hier vorne kann ich aber auch ausklammern, nämlich t Quadrat. Ja? T Quadrat kommt ja hier und hier vor. Also habe ich hier c Quadrat minus v Quadrat mal t Quadrat. So, eckige Klammer schließen und die anderen Koordinaten werden wieder übernommen. Ja, was machen wir jetzt? Schreiben wir den um. Das ist doch nichts anderes als 1 dividiert durch 1 minus v Quadrat durch c Quadrat multipliziert mit, naja, c Quadrat minus v Quadrat mal t Quadrat minus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat mal x hoch 3 hoch 2. Eckige Klammer zu und die Koordinaten schreibe ich wieder drunter. Und dann erkennen wir Folgendes. Das hier steht hier unten. Das heißt, wenn ich das in die Klammer hier rein multipliziere, neutralisiert sich das hier hinten und ich habe nur noch diese Koordinate übrig, und zwar die negative. Und hier passiert Folgendes zunächst. C Quadrat minus V Quadrat mal T Quadrat dividiert durch 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. So. Minus x hoch 3 Quadrat und die beiden, die übernehme ich. Ja. So, ich gehe mal auf die Folgeseite, denn ich bin hier am Ende angelangt. Dann habe ich, das kann ich ja so schreiben, c Quadrat minus v Quadrat durch c Quadrat. Ja, denn 1 ist ja c Quadrat durch c Quadrat. Ja. Also kann ich dieses c Quadrat auch nach oben schreiben. Ja. Ist ja ein Doppelbruch. Also kann ich das hier zunächst vergessen. Ich klammer das etwas schöner. Okay, mal c Quadrat. Dann kann ich hier kürzen. Ja. So, und hier hinten, naja, was steht hier hinten? Da stehen meine Koordinaten und zwar vom ungestrichenen System, das heißt vom Ruhesystem. Das heißt an der Stelle, ich habe x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat minus x3 zum Quadrat. Also steht hier letztlich wegen dem c hier, das ich ja so schreiben kann, c mal t zum Quadrat minus x hoch 1 zum Quadrat minus x hoch 2 zum Quadrat minus x hoch 3 zum Quadrat. Und das ist ja nichts anderes als, naja, x ungestrichen zum Quadrat, ja? Jetzt habe ich auf der rechten Seite diese Gleichheit x Quadrat ungestrichen und auf der linken x Strich zum Quadrat. Also folgt daraus für eine spezielle Lorentz-Transformation, hier in dem Fall mit gewählter Relativrichtung in z, gilt tatsächlich x Strich zum Quadrat, also das Längenquadrat von dem Vierervektor im Strichsystem ist das Längenquadrat des Vierervektors im ungestrichenen System. Ja, das wollten wir nachweisen, QED.